Vorsicht bei der Auflösung solcher Gleichungen ersten Grades mit einer Unbekannten, wenn solche Brüche vorkommen, die mit einem Minus versehen sind. Häufig wird vergessen, dieses Minus auf diese zwei Zähler zu verteilen. Machen wir das sofort, so können wir es auch nicht vergessen. Der Bruch minus x minus 2 geteilt durch 5 ist genau dasselbe wie minus x Fünftel plus 2 Fünftel. Dieses Minus mit diesem Minus zusammen ergeben dieses Plus. Jetzt suchen wir das kleinste gemeinsame Vielfache von diesen Nennern. Das ist 15. Und multiplizieren diese Gleichung beidseitig mit dieser 15. Diese 15 wird hier verteilt und somit werden alle Nenner verschwinden. Und hier wird 2 Drittel einfach mit 15 multipliziert. 15 mal x Drittel, das macht 5x. 15 mal minus 2x Fünftel, das macht minus 6x. 15 mal minus x Fünftel, das macht minus 3x. Und 15 mal 2 Fünftel, das macht 6. 15 mal 2 Drittel, das macht 10. Also erhalten wir diese Gleichung. Jetzt setzen wir alle x-Termen auf eine Seite des Ist-Zeichens und die anderen auf die andere Seite. Hier brauchen wir also nur plus 6 rechts rüber zu setzen. Ein Plus wird zum Minus, also wird plus 6 auf der rechten Seite zu minus 6. Somit haben wir diese Gleichung. 5x minus 6x minus 3x, das macht minus 4x. Und 10 minus 6 macht 4. Unsere Gleichung ist also diese da. Diese Zahl minus 4, die auf der linken Seite des Ist-Zeichens multipliziert, kann rechts rüber gesetzt werden, wo sie teilen wird. Einmal wird an der anderen Seite zum geteilt. Also finden wir, dass x minus 4 Viertel, das heißt minus 1 sein muss. Somit haben wir die Lösung gefunden und stecken diese in die Lösungsmenge hinein.